Stewie. Ja, komm, Punkte neu verteilen, Seelengefäß, dann brauche ich nämlich das nicht im stillen Kämmerchen machen, sondern mach das jetzt ganz offiziell hier mit euch zusammen. So, das lassen wir erstmal so, wie wir es hatten. Jetzt hier Belastbarkeit 10, Zaubern 20. So, 20. Stärke machen wir 20 erstmal. So, Geschicklichkeit. Da machen wir mal 35. Willenskraft, was bringt denn das überhaupt? Blitzabwehr. Guck mal, Blitzabwehr und Feuerresistenz bringt. Bis auf 46 könnten wir da hochgehen. Machen wir hier einfach mal. Okay. Ja, linke Waffe. Oh, guckt mal! Hilfe! Hilfe! Unsere rechte Waffe würde dann von 591 Schaden auf 590 runtergehen. Wenn wir hier diese ganzen Punkte runtergehen würden, ja? Selbst Intelligenz skaliert mit unserer Magie, also mit unserem Schaden. Also wenn ich jetzt nicht in die Punkte reinknallen würde, dann würde sich sogar die rechte Handwaffe noch erweitern. Also das, was wir jetzt gerade als Speer ausgerüstet haben. Also ja, bitte. Gut, so. Okay, also. Jetzt gehen wir nochmal hier bei Zaubereinstimmung rein. Und gucken mal. Also wir haben hier das Licht drin. Wir haben hier... Also das Licht, das würde ich jetzt rausnehmen. Das brauchen wir jetzt bestimmt nicht mehr. Da können wir Chamäleon reinnehmen. So, da haben wir hier noch den Zauberpfeil. Da können wir irgendwas Geiles reinnehmen. Was haben wir hier noch so? Seelenblitz. Also jetzt können wir hier auch mal auf die großen Dinger gehen. Also, was haben wir hier? Ein von Straight entwickelter Zauber. Dieses Item schießt einen blendenden, durchbohrenden Lichtstrahl ab. Straight hat... Okay. Großer, schwerer Seelenpfeil. Okay, hier hat man aber dann weniger Aufladung. Ne? Das ist dann halt das Problem. Seelenstrudel haben wir zweimal. Seelengroßschwert und Seelenspeer. Es heißt, dieser Zauber sei von einem Meisterzauber entwickelt worden, doch sein Name war lange vergessen. Ein Speerfeuer durchbohrt Gegner und verursacht hohen Schaden. So, Zielflug Kristallmasse. Seelentränen werden noch tödlicher durch Kristall. Kristallisierung nach dem Abschuss werden die Ziele angepeilt. Kristallisierung lässt Seelen und Zauber noch mächtiger werden. Mehrere Seelen. Okay, machen wir es einfach mal so. Und das lassen wir jetzt auch erstmal so. Okay, sollten wir raided werden, dann können wir uns in einen Fass verwandeln und dann loslegen. Warte mal, so. Ist das jetzt hier so ein Zauber, den ich anwenden muss? Moment. Was haben wir eigentlich als Waffe ausgewählt? Ach, das Blauflamme plus 1. Gut. Wenn ich jetzt hier... Das ist natürlich jetzt nicht so prall gewesen. Ich dachte, das ist jetzt hier so ein Zauber, der komplett gleich auf den fliegt. Das ist also einer, man aktiviert das Ding und das aktiviert sich selber. Also sprich, man bufft sich und das Schild, das aktiviert sich, wenn ein Gegner in der Nähe ist. So könnte ich mir das jetzt vorstellen oder mir erklären, was da gerade passiert ist. Seelenstrudel. So, einer von der verlorenen Geschütze. Okay, machen wir einfach mal den Seelenstrudel. Wie sieht der aus? Ah,
Ah, da würde man dann alles um einen rumhauen. Reparatur wäre eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Seelenblitz. Wirkt schon geil. Wirkt schon wirklich leider geil. Ja, also jetzt können wir nochmal zu den ganzen Magiern gehen und mal gucken, was die noch so an Zaubern haben. Vielleicht haben die ja noch was Geiles, ja. Also sowas Atemberaubendes, was wir noch nie da vor uns gesehen hatten, ja. Gegenstand kaufen. Verkürzt Zauberwirkzeit, erhöht magische Abwehr. Schwerer Seelenpfeil. So, Seelensperrfeuer. Zauberwaffe, Sehnsucht. Also was haben wir noch nicht? Also ich bilde mir ein, die Schockwelle hatten wir noch nicht. Young people, do not take my teachings lightly. So, warte mal. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Wir wollen jetzt erstmal alles zusammensammeln. So. Wir haben schwerer Seelenpfeil. Hier Sehnsucht beispielsweise haben wir auch noch nicht. Gegenstand kaufen. Schwerer Seelenpfeil, großer schwerer Seelenpfeil, großer Seelensperrfeuer haben wir auch noch nicht. Haben wir. Sehnsucht haben wir noch nicht. So, und den haben wir auch noch nicht, wa? Nee. Den dürften wir eigentlich auch noch nicht gehabt haben. So. Gut. Gut. Ja, wie soll ich denn sagen hier? Wir haben jetzt hier so also manches und so, das sieht ja verdammt gut aus, muss ich so echt mal, ja. Was ist das hier? Seelenfokus. Ein alter Zauberei, Schulvas, dem heiligen Stadt, feuert eine konzentrierte Seelenstrahl ab, Zauber... ...60 Intelligenz. Ja, okay, die haben wir noch nicht ganz, ne? Muss ich mal so feststellen. Aber hier, den hat man wirklich noch nicht. Großer, schwerer Seelenpfeil und Seelenpfeil. Ah, ja. Aber guck mal, die Aufladungen sind doch minimal. Warte mal. Die Aufladungen sind echt minimal. Wenn wir nicht gerade jetzt hier auf den Schleier der Unmöglichkeit gehen. Zauberei-Einstimmung. Guck mal, jetzt haben wir hier zwei Aufladungen mehr. Juhu. Zwei Aufladungen mehr pro Zauber. Beziehungsweise hier haben wir nur eine Aufladung mehr. Also das würde sich auch noch nicht mal wirklich niederschlagen. Ich dachte, ich bin jetzt echt davon ausgegangen, dass wir da richtig viel Knete bekommen. Aber nee, bekommen wir dann doch leider nicht. Deswegen nehmen wir hier wieder unseren Schleier. Verschleiern lieber mal unser Gesicht, denn wir trauen uns nicht. Wir trauen uns nicht, so in die Öffentlichkeit zu treten. Aufsteigen. Aufsteigen! Auf wen denn drauf? So, auf wen wollen wir denn draufsteigen? Wir wollen auf die 60 kommen, ja? Auf die 60 wollen wir endlich kommen. Reisen. Oder Zaubereinstimmung. Erst einmal Zaubereinstimmung. Und da gehen wir jetzt mal auf den schweren Seelenpfeil. Weil da haben wir 21 Dinge. Und hier gehen wir nochmal auf die andere Klinge. So. Genau. Und jetzt wollen wir noch zu diesem komischen Vlad oder wie er heißt. Ah ja, da wollen wir nochmal hin. Und mit unserem Schwert dann diese komischen Ads plätten. Und mal gucken, was wir da noch an Möglichkeiten haben.
Baby. So geht's ab. Ja. Well, this is a very good indeed. Prepare to peer straight into the heart of magic. Gegenstand kaufen. Verlängert Zaubereffekte, erhöht die Intelligenz. So. Zielflug Seelenpfeil haben wir noch nicht. Starker Zauberschild haben wir auch noch nicht. Sonnenlichtschwert. Ein uraltes Sonnenwunder. Die Sonne schenkt euch. Ah, das ist das, was wir schon hatten. Das ist das, was wir gefunden hatten. Und hier handeln. Was kannst du uns jetzt hier handeln? Schmelzerschwert. Okay. Seelenregen. Heiliger Schwur. Ein altes Wunder, das vermeintlich von den Kriegern des Sonnengottes erschaffen wurde, steigert vorübergehend den Angriff und die Abwehr des Wirkers und Verbündeten in der Nähe. Okay. So, und das hier Seelenregen. Schleudert eine riesige Seelenmasse, die sich in kleinere Seelen aufteilt, welche von oben herabregnen. Benötigt wahres Talent und ist schwer zu handhaben. Funktioniert nur an bestimmten Orten und bei bestimmten Gegnern. Skorpionspinnen. Ruinenwächterseele. Hier nehmen wir auch nochmal. Schwerer Zielflug, Seelenpfeil und das Ding Wallstättseele. Was könnten wir noch sonst mit der Wallstättseele machen? Fackenpeitsche, Fleckenpeitsche. Eine aus der Seele der Sangesdämonen gefertigte Peitsche mit merkwürdigen Flecken bedeckt, die von ihren giftigen Wirkungen künden. Die volle Stimme der Dämonen soll ganz anders als ihr grässiges Äußeres Leute anlocken. Okay. Ist ja auch mal sehr interessant, sowas, ne? Aber das wollen wir jetzt nicht. So, hier können wir eigentlich auch sagen, nehmen wir das auch nochmal mit, dann haben wir zumindest alles da. Ich würde es echt mal interessieren, wie stark wir jetzt mit diesem Zauber sind. Wo können wir das austesten? Wo können wir denn das austesten? Mal hier war doch irgendwo. Hier war doch irgendwo dieses Portal. Genau, Freunde! Das Portal, das Portal, das Portal. Wo wir mit dem Ring des Königs da durchschreiten könnten. Also mir ist das hier zumindest noch im Gedächtnis geblieben. So einfach geht das. Ich würde ja auch gerne mal was testen. So. Wenn ich ein Fernglas hätte, wo würde ich denn das da hinpacken? Ich würde das doch gerade einfach mal da hinpacken. Dann hier. Ne, das geht auf jeden Fall nicht so. Der möchte anscheinend nicht. Naja. Gut, aber hier ist doch eigentlich... Ja, genau, hier war... Bringt das bitte, bitte... Ah, das haben wir doch. Müssen wir das noch ausrüsten. Das kleine Symbolchen. Ring des Königs.
Ah, hier, Königsring. Fängt ja schon mal gut an mit dem Leuchtfeuer. Können wir erstmal das Leuchtfeuer entzünden? Okay. Ach, das schließt sich dann auch wieder. Gut. Hier ist nichts weiter. Hier ist bloß die eine Leiche. Die eine Leiche, hallo. Glitzerndes Titanit zweimal. Hallo, 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 hallo. Nehmen wir auch gerne. Und dann gehe ich jetzt hier einfach mal auf den großen Seelenfall und springe hier nach unten. Denn hier sind ja noch ein paar Höhlen gewesen, die meine Pfeile schmecken wollten. So einfach geht das. Lebenstein, na bitte, komm. So, so ist das schön. So ist das schön. So kann es weitergehen. Obwohl, großen Seelenfall haben wir jetzt nur noch einen. Und hier oben sind zwei. Ob der runterspringt? Ich glaube nicht. Jetzt können wir da auch endlich nach oben klettern und mal schauen, was wir dann machen. Wir wandern weiter, wir wandern weiter über die Leiter. Und dann wollen wir jetzt hier noch mal eine Zauber drauf zaubern und dann geht's weiter. Hier nach drinnen und dann gibt's dem auch noch eine. La, 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 la. Okay. Also jetzt sind wir da durch das Ding durchgelaufen und ich glaube mal, man konnte da diesen komischen Baum ansprechen. Ich gehe mal felsenfest davon aus, dass man da diesen Baum ansprechen hätte können. Aber das möchte ich jetzt einfach mal nicht machen, weil ich jetzt eine Aufnahmepause machen werde. Denn hier, guck mal, man hört ja schon, dass das hier irgendwas lauter wird. Und jetzt kann man das Ding auch untersuchen und dann wahrscheinlich irgendwo sich fressen lassen oder irgendwas. Und weil wir das aber erstmal in der nächsten Aufnahme machen wollen, werden und so weiter und so fort, bedanke ich mich wieder recht herzlich dafür, dass ihr eure Zeit und eure Geduld dafür eingesetzt habt, mir zu folgen. Und ich bin auch schon gespannt, wenn wir dann hier vielleicht mal mit zwei Schwertern loslegen. Weil das käme doch einfach zu geil. So, hier so. Ja. So als Magie-Assassine beispielsweise, ja. Müssen wir aber nochmal gucken. Denn wir haben ja auch hier bei Zaubereinstimmung haben wir ja noch ein bisschen was bekommen. Starker Zauberschild zum Beispiel. Ach nee, den haben wir jetzt uns doppelt gekauft. Naja, super. Fängt ja schon wieder gut an. Da können wir ja sagen, mal hier schwerer Seelenpfeil. Wollen wir mal gegen was anderes austauschen. Und zwar gegen, ja, ne? Und so. Zielflug Seelenpfeil hätten wir noch im Angebot. Oder... schwerer Zielflug, Seelenpfeil. Schießt mächtige Seelenpfeil. Okay, wollen wir, machen wir hier den mächtigen da draus. Seelenspeer.
Muss man noch mal kurz gucken. Nee, du solltest den Seelenspeer mal eben werfen. Und zwar da vorne hin. Du willst mich doch jetzt verarschen, oder? Wieso kriegst du den Seelenspeer da nicht ab? Ernsthaft? ...161 Damage? Also das finde ich ja mal richtig lachhaft. ...190... Das hängt wahrscheinlich wirklich damit zusammen mit dem Kanalisierer, oder? Dem Kanalisierer könnte das echt zusammenhängen, oder? Mit dem Kanalisierer. Mit dem Kanalisierer. 125. 125. Naja, ist ja auch Wurst. Wir werden da auf alle Fälle noch ein bisschen Spaß mit haben, hoffe ich. Und ich gehe jetzt hier trotzdem erst nochmal von den Dingern hier runter und gehe auf das gute alt bewährte. Und hier vielleicht auf den Seelensperrfeuer, Speerdingens. Ja, machen wir es einfach so. Und dann sehen wir uns in der morgigen Aufnahme wieder und verfluchen hier noch einmal die ganze Chose an sich, ne? Und versuchen vielleicht den Hauptteil von diesem Spiel zu beenden. Also dann bis morgen, werte Freunde. Ciao, ciao, euer Meltas.